Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion in diesem grauseligen, grauseligen Oblivion selbst. Ja, der Titel ist denn wirklich gerechtfertigt. Ein elender, düsterer Abgrund ist das hier. Mit Leichen, die von den Decken hängen. Grausigen Stacheln, die aus den Wänden ragen. Und ja, man weiß nie so recht, ist es Glut, ist es Blut? Ich will es gar nicht so wirklich wissen. Was ich wissen will, ist, haben wir, ach, ich schnell speichere einfach nochmal. Weil ich ein kleiner Fifi-Max bin. Ein kleiner Angsthase. Wie sieht es eigentlich mit unserer Rüstung aus? Ja, der richtige Reiter wäre von Nutzen. Er muss. Wieso geht's denn jetzt nicht? Ihr könnt während des Kampfes keine. Ja, okay, gut. Hat sich das auch erledigt? Oh, ein Feuerart von Marsch. Unsere Hoffnung, es wäre ein Remora, hat sich damit auch erledigt. Aber wir sind ja einigermaßen hochgereckt. Wir konnten etwas Leben wiederherstellen. Sind also recht gut vorausgesetzt für diesen Kampf hier. Naja gut, aber schenkt uns dennoch ziemlich ein. Zumindest ist kein zweiter da, wie ich das gesehen habe. Hey, 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 hier geblieben. Ich will dich doch erst noch in Ruhe looten. Danach kannst du gerne weiterrutschen. Tschüss. Und da war es auch schon Schluss mit der Rutschpartie. Ja, ja, das ist hier exakt berechnet. Absolut exakt. Ah, Gold, Axt kannst du behalten. Was sind das eigentlich für Dinger? Dedrasack. Genauso lecker. Jede Menge Gifte, Tränke, Feuersalz, Seelensteine. Ja, ja, es hat schon. Oh, und ein Blutbrunnen. Gut, aber es ist mir jetzt nicht so ganz klar, warum wir in dem Turm sind. Also einen Mechanismus gibt es hier auf alle Fälle nicht. Oder habe ich da was übersehen? Eine Leiche hängt hier noch von der Decke. Hat allerdings keinen Besitz mit sich. Selbst die Knochen sind scheinbar nur noch Mus. Knochenmus. Ist ja lecker. Ja, dann war das scheinbar wirklich nur dieser Loot hier. Aber gut, ob es sich jetzt dafür gelohnt hat. Ah, ja, genau. Das wollten wir noch machen. Das ist auch dringend nötig. Gerade unser Hammer, der geht hier schnell mal ein. Die Rüstung geht ja, wie gesagt, zum Glück. Und ein Glück halten unsere Hämmern immer noch relativ viel aus. Ich weiß gar nicht, wie macht man das ohne Waffenschmied? Ich meine, guckt es euch an. Ohne Waffenschmied wären wir hier längst verloren. Da würden wir nie und nimmer auskommen mit der Rüstung, die wir tragen. Wir würden am Schluss nackt gegen die kämpfen. Ohne Waffe, versteht sich. Ja gut, dann müssen wir jetzt durch die Höhle einfach wieder zurück. Ne? Einen anderen Ausgang gab es ja, glaube ich, auch nicht. Ach doch, oder? Nee, das sind keine Ausgänge. Das da ist der Ausgang. Das sind irgendwelche Fenster oder Lüftungsschächte. Gruselige Lüftungsschächte. Das hier ist, glaube ich, auch einfach für den Aufzug, oder? Ja, was? Aufstiegsruf. Okay. Ein Aufstiegsruf. Wie klingt denn ein Aufstiegsruf? So, hier waren wir ja schon. Na, da müssen wir jetzt nicht vorsichtig durchwuseln. Au! Gott, bin ich erschrocken. Diese blöden Pflanzen. Au! Lass mich dich pflücken. Wenigstens einen von euch. Womöglich haben wir den schon gepflückt. Kann natürlich auch sein. Also für Pflanzen hauen die ganz schön zu. So, hier haben wir ein automatisches Speichern. Ist doch auch beruhigend. Und wir waren, glaube ich, in die Richtung hier unterwegs, ne? Da ist auch schon ein übel gelaunter Feueratronarch. Au! Ich habe den Feuerball nicht gesehen. So ein mistiger Mistmist. Ja, die anderen zwei hat er aber nicht getroffen. So, ein wenig mehr Schaden machen wir jetzt doch. Zieht den Strich. Weniger werden.
unseren nicht ganz so weniger werden. Ja, habe ich jetzt aber doch irgendwie das Gefühl gehabt. Ach, guckt's euch an, wir kriegen hier Stufe um Stufe Aufstieg in unseren Fertigkeiten. Das ist schon herrlich, ne? Das ist schon schön. Sieht man gerne. Du kannst uns hier so viel vergiften, wie du willst, solange kein Feind in der Nähe ist, ist mir das ziemlich egal. So, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich diese ganze Ebene hier erkundet. Viel dürfte nicht mehr übrig sein. Ist das eigentlich, sind das nur irgendwelche Fragmente auf einem fremden Planeten oder so? Weil ich sehe weit und breit kein anderes Land. Das müssen ja eigentlich mehrere Standorte sein oder so. Ist ja nicht immer derselbe, hoffe ich mal. Es gibt ja mehrere Oblivion-Tore, die sich öffnen, so viel kann ich schon mal sagen. Auch random, solche, die nichts mit der Geschichte zu tun haben. Weiter den Weg hier erkunden. Ich will ja schon alles mitnehmen, euch ein bisschen zeigen, wie sie aussieht. Ja gut, ziemlich gleich. Nicht großen Unterschied. Ha! Ja, renn nur weg. Es wird dir nichts nützen. Ja, so langsam. So langsam kriege ich mein Selbstvertrauen zurück, nachdem wir von den Banditen übel verprügelt wurden. Geht das hier eigentlich ganz gut? Zumindest hier draußen. Ob es dann drinnen schlimmer wird, weiß ich nicht. Und wir können auch vom Glück sagen, dass die Feuerbälle die ganzen Atronarchen und Skampi hier werfen. Alles andere als zielsicher sind. Und das kommt uns doch bekannt vor, ne? Ja, ja, da unten sind die zwei Fleischdinger, die wir schon gelootet haben. Das heißt, wir können hier jetzt einfach lang und uns mal einen anderen Eingang suchen, der uns auch endlich mal zu einer Tür führt oder sowas. Irgendwo, wo wir halt weiterkommen, ne? Ich muss da, denke ich, rein und diesen, oh, was war's denn? Kommandeur oder so? Suchen, der hier verschleppt wurde. Haben wir ja nicht die Quest aktiv geschalten? Das würde vielleicht mal helfen. Schlaues, schlaues, schlaues Kind. Durchbruch der Belagerung von Quatsch. Ach so, das ist ja auch nicht wirklich die Hauptstory. Das ist eine neue Story. Die haben wir bekommen, als wir mit den Verteidigern oder den Abwehrern gesprochen haben. Mindestens ein Überlebende des Angriffs auf das Tor von Oblivion ist zum großen Turm in Oblivion gebracht worden. Ich muss dort nach ihm suchen. Okay, ich denke mal, das hier ist der große Turm. Wir gehen einfach mal hin. Ganz ungeniert. Ha, nicht erwischt und ich habe dich gepflückt. Das ist mal ein Triumph. Na, zu der Riesenflamme muss ich jetzt nicht unbedingt. Da ist ein Skamp. Skampi, Skampi, komm her. Au! Schlecht ausgewichen. Oh, was ist denn hier? Wurdest du auch angeschossen? Ja, die mögen hier die Skampi nicht. Die schießen auf ihre eigenen Dämonen. Wahrscheinlich einfach so zum Zeitvertreib, zum Spaß. Diese Dedra. Diese Dedra. Oder Tremora heißen sie ja, glaube ich. Lasst euch nicht irritieren von den Klappern, was ihr womöglich im Hintergrund hört. Wie ihr vielleicht wisst, ist es meine Deku-Dame, die sich etwas zu trinken genehmigt. Da muss man sich nicht stören. Die braucht nun mal auch ein bisschen was. Und warum ist mir dieses Riesentor hier nicht aufgefallen? Hätten wir es uns auch einfacher machen können. Aber hey, wir wollen uns ja auch ein bisschen umsehen. So ist es ja nicht. Ich bin gespannt, was wird uns da drin erwarten? Sicher eine Hausparty oder sowas? Guckt's euch an. Magisch ersetzen. Och, nö. Ha. Ich hoffe, wir haben jetzt nur einen gezogen und den anderen noch nicht. Das wird es uns deutlich einfacher machen. Au, hör auf mich anzusprengen. Das mag ich nicht. Na, unser Hammer ist wieder nicht sehr gut beieinander. Schaden ist weniger geworden. Der andere hat uns echt nicht gemerkt, so wie es aussieht. Sehr gut. Da können wir nämlich auch noch reparieren, bevor wir den angehen. Doch, er hat uns gemerkt. Wir sind im Kampf.
Wie sieht denn die Waffe aus? Weil ansonsten würde ich jetzt doch gerade kurz. 71, das geht noch. Das geht noch. Das ist aber irgendwie nicht der, der uns entdeckt hat. Ja, jetzt schon. Aber vorher war das. Ich guck einfach mal. Ihr trefft wirklich nicht sehr gut, ne? Wenn es nicht gerade auf kürzeste Entfernung ist. Wir wollen sie ja nicht verspotten. Sie verteidigen im Prinzip ja auch nur unser Reich. Ihr Reich. Aber ja, andererseits greifen sie unseres auch an. Also lasst das gefälligst. Das gehört sich nicht. Und ja, tatsächlich. Wir haben hier scheinbar schon Feinde aus einem anderen Raum angelockt. Na, ich regeneriere unsere Magie hier mal noch ein bisschen. Kann man an dem Brunnen machen. Können wir unser Leben zumindest ganz hoch regenerieren. Heilen. Das reicht nicht. Ist der andere wieder... Ja, tatsächlich. Ist ja praktisch. Kann man schön wiederherstellen und trainieren. Ohne Tränke schlucken zu müssen. So, dann gucken wir mal. Immerhin sind wir jetzt schon im finalen Turm angekommen, ne? Das müsste der letzte Turm sein. Dann werden wir dann, denke ich, diesen Kommandeur finden. Ja, der Pfeil sagt jetzt, wir sollen hier lang. Gehen wir also einfach mal da lang. Oh, ich habe den Typen gefunden, der uns gesehen hat. Kriegen wir den mit dem Bogen? Ach nee, das wird ja ewig dauern. Hä? Gleich nochmal zurück. Ist der runtergekommen? Ich sehe ihn nirgendwo. Nö, ich sehe ihn nirgendwo. Der wird uns schon noch entgegenkommen, wenn er es weiter darauf anlegt. Ein bisschen weiter gehen wir in der Folge auf alle Fälle noch. Zeit haben wir noch. Oh. Ist der jetzt aus dem Kampf rausgekommen? Respektive wir. Wir beide sozusagen. Ja, ich kann reparieren. Ach, schwieriges Wort für mich. Beißt sich so ein wenig mit meiner Aussprache. Im Schweizerdeutschen spricht sich das deutlich anders aus. Naja. Ist gar nicht so einfach als Schweizer Hochdeutsch zu sprechen, teilweise. Weil halt die Wortwahl, die Aussprache eine ganz andere ist, zum Teil. Schnell zwischenspeichern. Die Tür ist ja creepy. Mit Stacheln in der Mitte. Oh, erschreck mich doch nicht so. Was? Ihr seid so schwer belastet. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich dieses Mühsal, ne? Oh, der ist schon etwas... Ich glaube, wir werden von zwei angegriffen. Das ist hier gerade das Problem. Oh, da werden wir jetzt Tränke brauchen. Das war aber jetzt auch nicht ganz so schlau. Ja, Mühsal ist mühsam. Echt. Haben wir denn nicht noch irgendwelche Lebenstränke hier? Nur festigen, ne? Das bringt uns nicht sehr viel. Zumindest momentan. Hier haben wir einen Federtrank mit Frost widerstehen und Schild. Dann würden wir das Mühsal eventuell wegkriegen. Ich nehme es einfach mal zu mir. Aber muss trotzdem noch ein paar Leben wiederherstellen, Tränke schlucken. Das wird sich sonst nicht ausgehen. Die könnten eigentlich auch mal wieder ein paar Gifte verwenden, so langsam. So, hier, wir haben noch 8 Tränke. Soll ich einen zweiten nehmen? Ja, wir haben noch einen zweiten Gegner da. Ich muss fast. Ups, ich habe. Ja, es ist ein Patronarch. Aber den müssen wir hinkriegen. Zumindest ist jetzt nämlich das Mühsal weg, glaube ich. Ah, die machen ja auch üble Zauber, diese Dedra. Oh. Kriegen wir das noch hin? Ich
nehme gleich einen Ausdauer-Wiederherstellen-Trank. Der ist jetzt zum Glück besiegt. Ja, und dann können wir nämlich auch gleich Lebensentdecken dazu nehmen am liebsten. Infravision. Na komm schon, wir hatten doch so viele. Genau hier. Dann sehe ich nämlich das nächste Mal ein bisschen eher. Oh, ein Blutbrunnen. Sehr schön. Früher habe ich nie genau gewusst, warum die da stehen. Aha, da habe ich das Spiel noch in einfacher gezockt. Ein Schild. Oh, makelloser Rubin. Die sind nicht wenig wert. Jetzt weiß ich nicht so genau, wo ich weiter soll. Hier ist eine Tür. Hier und da hinten. Ich glaube, ich nehme gleich mal die erste Tür hier. Aber erstmal ein bisschen heilen. Wir hatten doch hier so viele Magietränke. Wie wäre es denn mit einem von denen? Wo haben wir sie denn gehabt? Weiter unten. Och, ich habe so viele Tränke. Hier, aber ich möchte nicht schon wieder einen Federtrank benutzen, den dann lieber... Ach, aber was wir mal machen können, ist jetzt wirklich... Ein Gift für den nächsten... Oh, das ist ein bisschen ein starkes. Ich wollte eigentlich eins der selber gemachten nehmen. Hier, der ist mal übel. Der hat mehrere Effekte. Ja, ja, das ist super. Und wir haben ja auch noch eine Menge. Ich werde jetzt, denke ich, für jeden Gegner mal ein Gift einsetzen. Und ja, gut, nehmen wir halt... Hat es denn keine Schwächeren? Wenn man einmal einen Magika wiederherstellen Trank benötigt, ne? Findet man den einfach nicht. Nehmen wir halt so einen und heilen uns noch ein wenig hoch. Da kriege ich ja schon das Stottern. Ist ja schlimm. So. Schnell speichern. Und in das Blutfest. Okay, hier geht es weiter hoch. Dann doch vielleicht eher erst die andere Tür. Aber ich kann mir denken, wo das hinführt. Ja, ja, das führt es, glaube ich, wieder nach unten. In diesen anderen Raum, ne, wo wir am Anfang waren. Oder täusche ich mich da? Nein, 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 war schon richtig. Runder Turm, gleiche Wege. Ist ja alles verständlich. Dann gehen wir mal noch ein Stockwerk weit hoch. Ja. Gehen wir gleich wieder hier. So, zu Ende hochheilen. Ich glaube, der Feueratronarch hätte gar nicht in demselben Raum sein dürfen. Der war ja, glaube ich, hier draußen und hat uns einfach versucht zu finden. Oh, oh, da ist allerdings wieder was. Ach, das ist nur was Beschworenes. Der Beschwörer ist hier. Ah, du bekommst uns nicht. Oder doch? Wo ist er jetzt hin? Ah, der ist in die Tür, der kleine Feigling. Hat versucht abzuhauen. Tja. Von wegen, du entkommst uns nicht. Das kannst du mal schön gepflegt vergessen. Oh, der Federtrank hält aber ganz schön lange. Müssten wir uns mal ein paar mehr davon brauen. So, das wäre also auch erledigt. Wir gucken noch mal nach unserer Waffe. Und vergiften sie gleich noch. Ja, ja, wir sind ein ganz giftiger Ork. Aber die wollen es ja nicht anders. Sie können uns ja nicht in Ruhe lassen. Was ist denn der schwerste Lebensend... Wie viel haben wir denn davon? Ist ja krass. Ach, nehmen wir da gerade den einzelnen oder... Ja. Ja, ja, nehmen wir den. Wir haben ja noch mehr als genug davon. Dann gleich mal den Hammer repariert. Ach, so schlimm ist er nicht. Ist er nicht beisammen. Das ging ja noch. Uiuiui. Nur noch 7 Hämmer. Den nächsten Raum machen wir noch. Dann muss ich wohl... Leider wieder einen Cut setzen. So weit ist es nämlich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich hätte speichern sollen. Ach, nein. Dann tun wir das gleich hier. Hier ist kein Raum. Der nächste Raum ist dann wohl eher oben. Ach, und hier geht es wieder raus, oder? Ja,
Überflüssige Türen, Top 10. Zwei Feueratronarchen. Naja, aber es ist mir lieber als ein Dremora und ein Feueratronarch. Na komm her. Komm her. Komm her. Ach, da komme ich halt. Ihr feigen Viecher. Wirkung, Widerstand, das gefällt mir nicht. Ich kann mich hier super hinter dem Pfosten verstecken. Toll. Oh, den hat es aber erledigt. Ich weiß jetzt nicht, widerstehen die allen Giften? Das versuchen wir jetzt mal. Es kann natürlich sein, dass die die Fähigkeit haben, Giften zu widerstehen. Aber da opfern wir nicht eines der guten Gifte. Haben wir einen reinen. Na gut, die sind aber trotzdem etwas schlechter. Nehmen wir mal so einen. Ja, der ist auch widerstanden. Vielleicht kann man die einfach gar nicht vergiften. Wir werden jetzt wie immer keine Gifte verwenden weiter. Was wir allerdings verwenden sollten, ist wieder ein Ausdauerwiederherstellungstrank. Ohne Ausdauer machen wir nämlich bedeutend weniger Schaden mit unseren Angriffen. Ach, das ist doch super hier. Das ist ideal gegen Feueratronarchen. Hey! Ah, ihr seht, unsere Alchemie ist uns in der Tat nützlich. Kann man nicht anders sagen. Da kämen wir hier jetzt nicht annähernd so gut durch, genau wie unser Waffenschmieden. Ah, da kümmern wir uns auch gleich wieder drum. Das ist dann auch so ziemlich das Letzte, was wir jetzt tun. Ja, damit ich es nächstes Mal auch ja nicht vergesse. Oh, das ist nicht gut. Warum sind denn jetzt so viele kaputt gegangen? Echt jetzt. Zum Glück sind wir schon bald durch. Ah, ich glaube, das war's. Da war doch noch irgendwo so eine Falle. Na? Ich glaube, irgendwo hier. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, wo wir her wir sind. Da sind wir hergekommen. Genau. Und da ist die Falle. Und da liegt ein Scam drin. Mir war doch so. Ein beeinträchtigter Scam. Ah, und genau, wir mussten, glaube ich, sogar jetzt dann durch diesen Eingang da. Das merke ich mir fürs nächste. Ah, wieder viele Türen. Und ich mit meiner super Orientierung weiß natürlich nicht mehr genau, wie das war. Aber das ist ja ganz in Ordnung. So spiele ich das Ganze auch mal ein bisschen blind. So. Ich beende die Folge und die Session an der Stelle hier. Ja, wir werden das nächste Mal weitermachen und das Oblivion-Tor hoffentlich schließen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.